Herzlich willkommen zu Extra 3. Etwas schier Unglaubliches ist passiert in Deutschland. Es ist Winter und es hat geschneit. Tief Tristan hat uns Schnee, Eis und Kälte gebracht mit dramatischen Folgen. Die Leute bleiben zu Hause. Und wenn sie doch vor die Tür gehen, ziehen sie freiwillig etwas vor Mund und Nase. Also was die Regierung nicht geschafft hat, schafft jetzt der Winter. Es ist aber auch ein Wahnsinn. Auf den Autobahnen 2 und 33 rund um Bielefeld bietet sich jetzt seit gestern Abend immer wieder das gleiche Bild. Schnee und Eis führen dazu, dass vor allem Laster liegen bleiben, der Verkehr staut sich, Stillstand. Und ich frage mich jedes Mal, warum harren die da aus? Warum gehen die nicht ins Warme, in die nächste Stadt, nach Bielefeld? Eigentlich ist es im Auto doch ganz gemütlich. Die Deutsche Bahn hatte natürlich auch tagelang Probleme. Das war nicht anders zu erwarten. Das ist ja im Sommer ähnlich. Die Bahn hat einfach dieses ganz grundsätzliche, dieses strukturelle Problem, dass ihre Züge im Freien fahren, sollte man vielleicht auch noch mal überdenken. Auch andere Verkehrsmittel hatten Probleme. Selbst Räumfahrzeuge meinte ich natürlich, hatten es mancherorts schwer. Raumfahrzeuge hätten mich aber auch nicht gewundert. Eine Schneeverwehung bei Alpha Centauri. Bitte halten Sie durch. Das THW ist mit Decken und heißem Tee unterwegs. Also bei diesem Wetter trauen sich wirklich nur noch die ganz, ganz Hartgesottenen überhaupt raus. Als wir hier auf dem Weg hierher gefahren sind, haben wir auch viele Äste und Zweige gesehen, die hier auf dem Boden lagen. Also wer jetzt meint, einen Winterspaziergang machen zu müssen, dem kann man davon abraten. Denn im Wald besteht Lebensgefahr. Aha. Und was machst du da im Wald, Fräulein? Merkst du selber. Ne? Der rabiate Wintereinbruch hat neben Stillstand, Chaos und Gefahr auch zum Allerschlimmsten geführt, nämlich zu Wortspielen. Der Lockdown ist noch nicht vorüber. Der Lockdown. Es braucht nur ein einziges Wochenende und schon sind Meteorologen die neuen Virologen. Wir haben also Lockdown. Und wenn noch Sonne dazukommt, muss man aufpassen, dass keine Schneerosole entstehen oder beim Homecooling die Inzidenz so steigt, dass der Lauterbach zufriert. Leute, geht's noch? Also das macht mir wirklich mehr zu schaffen als jedes Wetterphänomen, als jede Kaltfront, jede Russenpeitsche. Dieses zwanghafte Lustigsein. Warum müssen Wetterreporterinnen und Wetterreporter immer so zwanghaft lustig sein? Gefühlt sind so etwa minus 20 Grad. Also da kann man sich wohl im wahrsten Sinne des Wortes noch mal frisch machen. Also ich werde damit nicht warm. Ich weiß es nicht. Sind das alles verhinderte Comedians oder hat der Sturm zu einem Leck in einer Lachgasfabrik geführt? Ich verstehe es nicht. Es ist auch schwer auszuhalten. Aber es ist natürlich wichtig, dass das alles erklärt wird, weil es ja auch diejenigen gibt, die Angst haben. Gerade hier in Norddeutschland, weil sie dieses Phänomen so gar nicht kennen. Und sich jetzt ganz verwirrt fragen, was soll das, was ist das, da kommt was vom Himmel. Es ist Niederschlag, aber kein Regen und das in Norddeutschland. Zeit für einen Brennpunkt. Willkommen zum Extra 3 Brennpunkt Schnee. Katastrophenstimmung in Norddeutschland. Die Notruftelefone laufen heiß. Die Menschen fragen sich, nuklearer Fallout, außerirdische Mikroplastiksturm. Nein, es ist schlimmer, es ist Schnee. Jede Menge Schnee. Schneemassen. Sehr viel Schnee. Schnee und Eis. 30 cm Neuschnee. Der Lockdown ist noch nicht vorüber. Die Sendung Bingo verschiebt sich um 10 Minuten. Bei mir im Studio ist die Leiterin des Instituts für seltene Phänomene in Norddeutschland, die Schneeexpertin, Frau Dr. Sommer. Vielleicht erklären Sie unseren Zuschauern zunächst, was die Wissenschaft bisher gesichert über Schnee sagen kann. Also Schnee ist, soweit wir bislang wissen, wenn Wasser ganz, ganz kalt wird. Wir sehen das hier in der Animation. Viele dieser Schneeflocken auf einem Haufen bilden dann, nach unseren ersten Erkenntnissen, Schnee. Danke für diese ersten wichtigen Einschätzungen. Schalten wir nun zu unserem Außenreporter Andreas Andresen. Er hat sich tatsächlich rausgewagt in diesen sogenannten Schnee. Ja, ich wage mich jetzt hier mal direkt hinein in diesen sogenannten Schnee. Ich sag mal so, ein kleiner Schritt für mich, ein großer für die norddeutsche Menschheit. Und hier sieht man schon, das sieht alles ein bisschen aus wie so eine flauschige Decke. Wenn man sich aber mal hineinlegt, merkt man ziemlich schnell, das ist sehr, sehr hart. Und dieses Zeug, nicht? Das ist furchtbar kalt, also so richtig bäh. Kein Wunder, dass sich da mancherorts in Norddeutschland Unmut regt. Hier mal ein kleines Stimmungsbild aus dem Norden. Ja, also der Himmel war grau, ne, so wie immer. Aber dann kamen da auf einmal diese weißen Dinger runter, so wie Federn, aber halt viel kälter.
Was ist das für ein Zeug, ey? Ich will meinen Regen zurück. Ja, ganz toll. Danke, Merkel. Doch dieses weiße Zeugs überall hatte in Norddeutschland noch weitere Folgen. Die Meldungen im Überblick. In Hildesheim gab es heute eine spontane Kundgebung gegen die Diskriminierung von Schneefrauen durch eine Überzahl von Schneemännern. In Bad Pyrmont kam es bei Schneeräumungsarbeiten zu einer Demonstration von Schneeleugnern, den sogenannten Querschiebern. Und Karl Lauterbach weist ausdrücklich darauf hin, dass er sich mit Schnee auskennt und erwartet möglichst baldige Einladungen in Talkshows. Frau Dr. Sommer, gibt es Neuigkeiten aus der Wissenschaft? Ja, in der Tat. Wenn Sie auf gelben Schnee treffen und die Form des Gelbs auch noch einen Namen bildet, dann sollten Sie ihn auf keinen Fall essen. Danke für diese neuesten Erkenntnisse. Alle weiteren Fragen zum Thema Schnee beantwortet Ihnen auch der neue NDR-Podcast Das Schnee-Update mit Christian Frosten. Und damit zurück zu Christian Ehring. Ja, danke Henning Nasse und Oliver Durke. Eigentlich gibt es ja nur eine einzige wichtige Regel, die man beachten muss. Die angemessene Art, auf Neuschnee zu reagieren, ist in Deutschland Mund aufreißen und die Zunge rausstrecken. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Jetzt im Winter haben natürlich auch die Klimawandelleugner wieder ihren großen Auftritt. Ah, guck mal, Schnee. Ja? Das heißt, es ist kalt. Es ist kalter Schnee, also von wegen Erderwärmung. Nee, es ist kalt, es wird immer kälter. Siehst du doch. Gut, es ist kalt, ja, das ist Schnee. Schnee heißt, es ist kalt, hervorragend, gut beobachtet, tolle kognitive Leistung. Respekt, Leute, aber jetzt setzen wir uns alle nochmal hin und ich erkläre euch jetzt zum tausendsten Mal den Unterschied zwischen Klima und Wetter. Also, zuhören, Ruhe, was ist denn da los? Was? Mit der Zunge am Laternenpfahl kleben geblieben? Ja, lassen wir das, hat doch einfach keinen Sinn. Es ist im Moment jedenfalls so kalt in Deutschland, dass sogar denkmalgeschützte Statuen es nicht mehr im Freien aushalten. Alles Weitere dazu erzählt uns Daniel Sprenger. Im historischen Tempelgarten in Neuruppin werden die Skulpturen im Winter mit Holzkästen abgedeckt, zum Schutz vor Schnee und Frost. Doch in diesem Winter hat sich der Tempelgartenverein etwas Neues ausgedacht. Fotos der Skulpturen auf den Einhausungen. Aber der Verein hat einen folgenschweren Fehler begangen und die Denkmalschutzbehörde nicht um Erlaubnis gefragt. Die teilt mit: Die Vielzahl von großen farbigen Abbildungen lässt eine visuelle Dominanz gegenüber den im Winter erlebbaren Elementen des Gartendenkmals erwarten. Offensichtlich, denn während die Skulpturen im Sommer nicht dominant sind und die Kästen im Winter selbstverständlich auch nicht, so sind die Fotos auf den Kästen eben sehr dominant und damit verboten, wie das Amt dem Verein unmissverständlich klar macht. Die Maßnahme ist denkmalschutzrechtlich erlaubnispflichtig. Im Benehmen mit dem Landesamt vom heutigen Tage wird festgestellt, dass eine derart schwere Beeinträchtigung des Tempelgartens über Monate hinweg nicht hinzunehmen ist. Niemals könne es hierfür eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis geben, schreibt das Amt noch. Der Verein hat wohl nicht an die anderen im Winter erlebbaren Elemente des Gartendenkmals gedacht. Die werden durch die Fotos total beeinträchtigt. Unserer Auffassung nach ist es keine Beeinträchtigung, sondern eine Bereicherung. Es ist so, dass die Besucher des Tempelgartens die kleinen Lichtpunkte, die durch unsere Bebilderungen gesetzt werden, gerade im Winterblues durchaus schätzen und begrüßen. Doch das Denkmalschutzamt schätzt und begrüßt eben nur die braunen Kästen ohne Bebilderung. Mit Bebilderung sind sie als Winterbehausung für die Skulpturen nicht genehmigt. Hier mahnt das Amt: Die bestehenden Fotos, mit denen Einhausungen bereits versehen sind, sind vor Aufstellung der Einhausungen zu entfernen. Der aufmüpfige Verein hat sich mit Unterstützung der Stadt Neuruppin aber einfach nicht daran gehalten. Daraufhin hat die Denkmalschutzbehörde in der Tat eine Duldung ausgesprochen, aber nur befristet für ein weiteres Jahr. Und das hat der Stadt dann auch nicht genügt und sie hat dann Widerspruch eingelegt mit dem Ziel, die vollständige Genehmigung auch der noch anzubringenden Fotoplatten zu erreichen. Der Tempelgartenverein hat eben einiges auf dem Kasten und will gerne, dass es so bleibt.
Vor dem heutigen Bund-Länder-Treffen gab es natürlich wieder mal viele Fragen. Erstens, wird es Lockerungen geben? Zweitens, werden Schulen und Kitas wieder öffnen? Drittens, wird Bodo Ramelow den Highscore beim Candy Crush packen? Nicht alle Fragen können wir hier im Detail beantworten. Vielleicht ganz kurz so viel. Der Lockdown wird verlängert über den 14. Februar hinaus. Mir persönlich hätten ja einfach Blumen zum Valentinstag gereicht. Ausnahmen sind Schulen und Kitas. Da entscheiden die Länder alle für sich. Und Friseure, die dürfen wieder ab dem 1. März öffnen. Die Geschäfte insgesamt sollen aber frühestens ab einem Inzidenzwert von 35 wieder öffnen dürfen. Das finden viele doch zu streng. Viele drängen ja darauf, endlich wieder ganz Deutschland aufzumachen, nach dem Motto, die Zahlen gehen runter. Jetzt lasst uns bitte wieder öffnen. So wie man ja auch ein Antibiotikum sofort absetzen sollte, wenn es einem nach 2 Tagen wieder besser geht. Ist ja klar, weiß man ja. Ja, wichtig ist es jetzt, die Geschäfte wieder zu öffnen, damit wir uns alle eindecken können für den 3. Lockdown, der dann noch viel länger dauern wird. Also die Weitsicht mancher Zeitgenossen reicht manchmal wirklich nur vom Auge bis zur Nasenspitze. Klar, ich verstehe die Verzweiflung und ich sehe natürlich auch, die Zahlen sind gesunken. Das ist erfreulich. Das liegt auch daran, dass sich die Deutschen größtenteils diszipliniert an die Regeln halten. Aus einer Umfrage geht hervor, dass 57% der Deutschen das Abstandsgebot einhalten und 73% auf Umarmungen, Küsse und Händeschütteln verzichten. Und sogar 80% halten bei Umarmungen den Abstand ein und über 90% verzichten beim Küssen auf Händeschütteln. Vorbildlich. Es gibt aber andererseits eben auch große Sorge wegen der englischen Mutante. Ja, habe ich auch erst gedacht, die englische Mutante, ein etwas harter Begriff für Boris Johnson, aber es geht um das Virus. Das Virus mutiert fröhlich vor sich hin und will leider nicht aus der EU austreten. Das ist das Problem. Ich persönlich habe wirklich richtig Schiss vor einem endlos Lockdown, weil wir es jetzt wieder nicht ordentlich machen und wieder verstolpern. Und man weiß ja, was das erste Jahr Corona mit uns gemacht hat. Jakob Leube mit einer kleinen Chronologie. Lockdown? Haha, endlich nur noch Serien gucken. Keine Maskenpflicht. Ich hab selber Brot gebacken. Maskenpflicht. Ich war gerade im Baumarkt, also das 5. Mal die Woche. Ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse Klopapier. Lockdown wird verlängert. Hallo Chef, hallo Kollegin. Lockdown wird gelockert. Teil-Lockdown. Heavy Bill Gates will uns mit Chips impfen lassen. Harter Lockdown. Tschüss 2020. Nächstes Jahr wird alles besser. Lockdown wird verlängert. Der US-Kongress wird von einem nackten Mann im Wikingerhelm geleitet. FFP2-Maskenpflicht. Mutanten? Wo bleibt der Impfstoff? Die Verträge sind geheim. Eine koordinierte Armee aus dem Reddit-Forum attackiert Hedgefonds an der Wall Street. Der nächste Bundeskanzler könnte aus Bayern kommen. Wenn demnächst Schülerinnen und Schüler in manchen Bundesländern wieder in die Schule gehen, dann muss das gut überlegt sein, wie man das hinbekommt. Da muss man sinnvolle Konzepte haben. Da braucht man auch jemanden mit Weitsicht, Engagement, Kreativität und vor allem Kompetenz im Bundesbildungsministerium. Leider haben wir da Anja Karliczek. Die hat gemeinsam mit Fachleuten einen Leitfaden entwickelt, wie sicherer Präsenzunterricht vonstatten gehen könnte. Es gibt sensationelle neue Ideen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Es wird zum Beispiel Folgendes empfohlen, aufgepasst. Lüften! Hätten Sie nicht gedacht, oder? Außerdem sagen die Fachleute, was helfen könnte? Masken! Und drittens, auch eine Überraschung, sagen die Experten, ebenfalls ganz wichtig, feste Gruppen! Wahnsinn! Da jagt eine Idee dieselbe. Dazu kommen noch ein paar schwammige Aussagen wie mehr Abstand in Schulbussen. Wir müssen da noch was entwickeln. Wir sind jetzt im 11., 12. Monat. Also machen Sie es doch, versuchen Sie es konkret zu machen. Wie viele Kinder pro Schulbus zum Beispiel? So einfach kann man das eben nicht sagen. Das ist ja dann auch eine Frage, wie viel werden Masken getragen? Wie viele Schüler müssen denn überhaupt transportiert werden? Muss ich zusätzliche Busse einsetzen? Das ist ja genau das, was wir eben den Praktikern auch nicht abnehmen können. Eben, das ist ja die Arbeitsteilung seit 12 Monaten. Die Theoretiker sagen, liebe Praktiker, setzt doch einfach das um, was wir Theoretiker uns nicht überlegt haben. Ich habe ein gutes Gefühl. Martina Hauschild hat wieder mal ihre schönsten Corona-Possen gesammelt, meine Damen und Herren. Und Überraschung,
Auch da geht es um Schule. Der reale Corona-Irrsinn. Das ist John Brendel. Er geht in die 9. Klasse der Oberschule in Winsen an der Aller. Na John, wie läuft's beim Homeschooling? Wenn ich morgens aufstehe, wenn ich mein Handy gucken möchte und die ISF-App öffne, dann funktioniert es einfach gar nicht. Also es lädt nicht mal, es bleibt einfach nur stehen. Ja, die Schulplattform iSurf braucht manchmal etwas länger, bis die Hausaufgaben geladen sind. Es dauert mal ungefähr so 20 Minuten, wenn es mal gut funktioniert. Manchmal funktioniert es einfach gar nicht oder auch manchmal eine Stunde. Okay, das dauert hier noch. Schauen wir so lange nach Grasberg bei Bremen. Hier wohnt Frau Piepenbrink mit ihrem Sohn. Und der kleine Jakob hat von der Bundesregierung einen Brief bekommen mit einem Gutschein für FFP2-Masken für besonders schutzwürdige Personen. Der Irrsinn an dieser Geschichte ist, dass mein Sohn nicht nur vollkommen gesund ist und in keinster Weise eine Risikoperson ist, sondern mit 5 Jahren auch noch viel zu klein ist, als dass er eine Maske tragen dürfte. Und weil Jakob noch nie Post von der Bundesregierung bekommen hat, war er gleich in der Apotheke. Die Dame in der Apotheke meinte, dass die Briefe über die Krankenkasse verschickt werden und dass sie das per Hand machen. Und da könnte man ja schon mal in der Zeile verrücken. Daher sollten wir uns nicht weiter wundern. John wundert sich auch nicht mehr. Es lädt. Seht immer noch. Gewundert haben sich jedoch die Menschen am Krankenhaus Aurich. Und zwar über Impfvordrängler. Im Klinikverbund Aurich-Emden-Norden sowie im Klinikum Wittmund haben sich Teile der Geschäftsleitung gegen Corona impfen lassen, während das Pflegepersonal, das mit den Kranken in direktem Kontakt steht, auf den Impfstoff warten muss. Naja, war halt noch ein bisschen Serum übrig und der Geschäftsführer zufällig in der Nähe, also in seinem 30 Kilometer entfernt liegenden Wohnort. Das ist unmöglich. Für mich ist das Amtsmissbrauch, ganz ehrlich. Sie hätten vielleicht erst das Pflegepersonal noch mal direkt fragen sollen. Ja, nee, dann wäre ja nichts mehr für den Herrn mit Bürojob da gewesen. Na, Jakob, wie gefällt dir dein Geschenk von der Bundesregierung? Deine neue FFP2-Maske? Nicht gut? Naja, man sieht, die Maske ist Jakob ein bisschen groß, aber es ist ja bald Fasching. Amüsiert hat sich auch die Lehrerin Kerstin Kehling aus Dassel. Und zwar über eine wichtige Mitteilung vom Landkreis Northeim. Witterungsbedingter Schulausfall inklusive Homeschooling. Nee, ist klar. Habe ich nur gelacht. Denn bitteschön, was hat denn Homeschooling mit Schnee zu tun? Wir haben uns herrlich darüber amüsiert, meine Kolleginnen und ich. Apropos amüsieren. Wie läuft's denn bei den Hausaufgaben, John? Leck mich doch. Die Impfzentren in Deutschland sind ja immer noch erschreckend menschenleer. Man sieht inzwischen überall diese Plakate. Deutschland krempelt die Ärmel hoch und das tut Deutschland tatsächlich, und zwar vor Wut. Es ist immer noch zu wenig Impfstoff da. Deswegen ist ja die Linke auf die Idee gekommen, man solle die Patente für den Impfstoff den Entwicklerfirmen einfach wegnehmen. Stellt sich die Frage, kann man das machen? Einfach eine Idee jemand anderem wegnehmen. Klar, sagt die Linke, das geht. Die Idee mit der Enteignung haben wir ja auch einfach der SED weggenommen. Leider ist das alles nicht so einfach, wie man sich das wünscht. Also mal eben irgendeine Fabrik umzurüsten für die Impfstoffherstellung. Das geht so nicht. Es wäre natürlich toll, wenn man sagen würde, okay, bislang Bier, jetzt Impfstoff. BioNTech mit Felsquellwasser gebraut. Oder am besten wäre, die geben uns das Rezept, wir machen uns das selber zu Hause im Thermomix. Ja, aber es ist eben kompliziert, auch wenn man sich anguckt, warum es anderswo schneller geht als in Deutschland. Wenn man sich die Umstände genau anschaut, dann muss man zum Beispiel feststellen, dass die Quote in Israel so hoch ist. Das liegt auch daran, dass dort die Regierung den Impfstofffirmen digitale Patientendaten der Geimpften abgibt. Das war Teil des Deals. Ja, die Firmen kriegen diese digitalen Patientendaten zu Studienzwecken. Das wäre in Deutschland undenkbar. Also vor allem, dass Daten digital vorliegen und nicht auf Papier. Was es aber in Deutschland gibt, das ist jetzt schon eine Diskussion darüber, was diejenigen, die irgendwann geimpft sein werden, dann eventuell wieder dürfen werden. Es gibt eine Debatte rund um das Thema Impfprivilegien, wenn man es denn so nennen will. Privileg. Es ist ja oft so,
dass jemand, der geimpft ist, auch mehr machen darf. Wer gegen Masern geimpft ist, bekommt einen Kita-Platz. Wer gegen Gelbfieber geimpft ist, darf nach Sierra Leone einreisen. Wer gegen Tetanus geimpft ist, darf beherzt in einen rostigen Nagel reinfassen. So ist das. Aber zurzeit sind ja kaum Menschen geimpft. Und es ist nicht mal klar, ob Menschen, die geimpft sind, trotzdem ansteckend sein könnten. Also im Moment eine völlig müßige Diskussion. Wenn es dann soweit ist, dann kann man ja immer noch über Kompromisse nachdenken. Was weiß ich, sowas wie Impfverweigerer sollen auch wieder auf Konzerte dürfen, aber eben nur auf Konzerte vom Wendler und Xavier Naidoo, wäre mein Vorschlag. Viel wichtiger im Moment ist ja die Frage, wer wird zuerst geimpft? Heute wurde beschlossen, immerhin mal zu prüfen, ob Lehrerinnen, Lehrer oder Erzieherinnen, Erzieher vielleicht früher als ursprünglich geplant geimpft werden sollten. Das klingt sinnvoll, finde ich. In Kitas gibt es ja zurzeit den geregelten Notbetrieb, der aber de facto vielerorts ein normaler Regelbetrieb ist. Also es ist geregelter Notbetrieb im notbetriebenen Regelbetrieb. So kann man es, glaube ich, sagen. Erzieherinnen und Erzieher sind ja die einzigen, soweit ich weiß, in unserer Gesellschaft, die wirklich dauernd nahen, ungeschützten Kontakt, ohne Maske, ohne Abstand zu anderen Menschen haben. Da kann einem schon mal mulmig werden, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich Angst. Also das Arbeiten zurzeit ist ein Spagat. Auf der einen Seite versucht man natürlich, gesund zu bleiben und man hat die Sorge davor, sich anzustecken und zu erkranken. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich, unseren Teil zum System beizutragen. Das System dankt es leider bislang nicht. Vielleicht ändert sich das, ja, aber im Moment ist es so, es gibt keine Priorisierung bei der Impfung, es gibt auch keine regelmäßigen Tests. Kitas sind im Prinzip eine Art Ischke mit Bauklötzen. Die Gruppen heißen auch teilweise nicht mehr Bären-, Hasen- oder Tigergruppe, sondern Tirol-Teddys oder Bergamo-Bienchen oder Wuhan-Wombats. Nicht falsch verstehen. Ja, ich finde jetzt auch, dass es den Kindern gegenüber gemein ist, zu sagen, ihr könnt ruhig gefährdet werden, ja, euch passiert schon nichts. Ich weiß, dass Eltern da in einer Notlage sind, das ist mir auch klar. Aber ja, ich finde auch, die Kinder sind mir auch ausgesetzt. Und ich will nicht sagen, dass Kita-Kinder jetzt einfach nur Virenschleudern sind. Das ist nicht so. Immerhin halten sich viele auch peinlich genau an die Hygienemaßnahmen. Ja, viele lecken sich bis zu 8-mal am Tag für mindestens 20 Sekunden die Finger ab. Immerhin. Was sonst noch war jetzt in Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Sine Wiegers. Guten Abend, meine Damen und Herren, und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Über den Verfassungsfuchs Schutz in Mecklenburg-Vorpommern pfeifen schon lange die Spatzen von den Dächern, wie da die Mäuse auf dem Tisch getanzt haben. Was vor allem an den fragwürdigen Ermittlungsmethoden im Fall Anis Amri liegt. Etwa weshalb Informationen nicht weitergegeben wurden. Das Landesamt gab Informationen nicht weiter, zwitscherte 2019 ein Beamter an die Bundesbehörden, an den Generalbundesanwalt und an den Vizepräsident des Bundesamtes Seelen. Der Vize des Bundesverfassungsschutzes aber erkannte wohl des Pudels Kern der Nachricht nicht. Herr Seelen hat das offenbar bei sich in der Schublade verschwinden lassen. Doch jetzt kommt endlich ein Anstandswauwau nach MV. Nun soll eine Kommission die Arbeit des Landesverfassungsschutzes durchleuchten. Aber brat mir einen Storch. Vor allem an einem Mitglied der Expertenkommission scheiden sich die Geister. Sinan Seelen. Puh, das hatte... Es hat natürlich so ein bisschen den Anschein, der Fuchs passt auf die Gänse auf. Und sein Name ist Hase. Er weiß von nix. Ich bin Thomas Müller. I'm Alfonso Davies. And together we show you the Bayern Quiz. Frage 1. Der heilige FC Bayern macht seine in diesen Zeiten ja sowieso auch heiß diskutierte Reise zur Club-WM nach Katar. Bekommt aber leider keine Starterlaubnis mehr am Flughafen Berlin. Grund war das Nachtflugverbot zwischen 0 und 5 Uhr. Wie reagiert man darauf als Bayern-Snob korrekt? Karl-Heinz Rummenigge fühlte sich dort gar verarscht. Ja! Richtig. Nächste Frage. I can call a legend. Rufen wir eine Legende an. Uli Hoeneß. Uli, wie argumentiert man bei einer Flugverspätung noch arroganter? Ich finde das eine Unverschämtheit. Der FC Bayern vertritt den deutschen Fußball im Weltpokal. Ich habe gedacht, das ist ein Schildbürgerstreich. 100 Punkte. Überheblicher geht's echt nicht. Ja, war ein super Quiz. Fonsi und ich sind jetzt noch schlauer geworden. Und der FC Bayern noch sympathischer.
War sonst noch was? Ach ja, Vorsicht, Wetterlage. Gerade junge Menschen unterschätzen die Effekte des Schnees. Die Polizei hat in Bramfeld einen jungen Wodka-Diebding festmachen können. Die Beamten mussten dafür nur seinen Fußspuren im Schnee folgen. Rückverfolgung von Straftaten. Es kann so einfach sein. Es gibt Orte, da geht man im Moment einfach nicht mehr hin. Restaurants, Kinos oder Banken. Und bei den Banken wird es vermutlich auch so bleiben. Immer mehr Filialen werden geschlossen. Durch die Bank weg ist die Bank weg. Vor 25 Jahren gab es noch rund 72.000 Filialen. Aktuell mit rund 30.000 schon weniger als die Hälfte. Und bis zum Jahr 2030 könnte sich die Zahl laut Branchenexperten nochmals fast halbieren. Auf dann 16.000 Filialen. 78% weniger als Mitte der 90er. Liegt natürlich daran, dass sich heutzutage Bankgeschäfte ins Internet verlagern. 6% der Deutschen haben zum Beispiel noch nie in ihrem ganzen Leben eine persönliche Beratung in einer Bank wahrgenommen. Aber was sollen jetzt die älteren Leute machen, die jetzt nicht so internetaffin sind? Ja, ich will jetzt nicht nostalgisch werden, aber ich selbst habe die Zeiten noch erlebt, damals. Als man noch regelmäßig persönlich in die Bank gegangen ist, um sich da stolz die Zinsen gut schreiben zu lassen. Auf sein altes Sparbuch, ne, die Zinsen gut schreiben zu lassen. Das kennen viele Jüngere heute gar nicht mehr. Zinsen. Also das Filialsterben hat für viele Leute wirklich dramatische Folgen. Fluchtroute? Check. Tasche fürs Geld? Check. Masken? Bankräubermasken. Ja, check. Fluchtauto? Jupp. Mit dem Überfall kann nichts mehr schief gehen. Die Waffen hast du? Oh. Waffen! Hä? Die Filiale hat dich gemacht? Dann stellst du zur nächsten Filiale. Okay. Rock'n'Roll. Ja. Halt, stopp, stehen bleiben. Können Sie mich zur nächsten Bank mitnehmen? Bitte? Wo soll ich denn sonst jetzt meine Überweisung abgeben? Das hier war meine Filiale. Online-Banking? Junger Mann, ich habe im Seniorenheim noch nicht mal Internet. Na gut, steigen Sie ein. Ist ja nur 5 Straßen weiter. Nee, die wurde schon vor 4 Wochen geschlossen. Was? Aber das ist doch meine Filiale. Wieso ist die jetzt auch dicht? Ja, bei den Zinsen heutzutage verdienen die Banken kein Geld mehr am Kunden. Außerdem wussten Sie, auf wie viele Boni die Banker verzichten müssen, um nur eine Filiale auf dem Land zu finanzieren? Egal. Dann die Filiale in der Rosenstraße, am Stadtrand. Auch dicht. Und wo überweise ich jetzt bloß die Rechnung von meinem Rollator? Ich weiß nicht, vielleicht im nächsten Ort? Auch nichts. Ach, wisst ihr was? Dann fahren wir jetzt zu mir, ich mache uns eine schöne Kanne Tee und ich zeige Ihnen, wie das geht mit dem Online-Bank. Sie sind aber nette Bankräuber. Schöne Brosche haben Sie da übrigens. Kannst du knicken, du Lümmel. Ein Film von Marieke Carstens und Oliver Durke. Also, Sie können ja sagen, was Sie wollen, aber es war früher besser. Es gab früher wirklich Bankräuber, die haben sich mit den Angestellten geduzt. Haben gefragt, Leute, habt ihr was? Nee, Franz, Tresor ist schon zu, komm morgen nochmal wieder. Okay, ich lasse die Waffe hier, da muss ich nicht immer mitschleppen. Ja, kein Problem. Also es geht so viel verloren, so viel Service, auch wenn man als Bankkunde alles selbst machen muss. Man muss ja alles selbst machen, Geld abheben, Geld einzahlen, Konto einrichten, Daueraufträge einrichten, Überweisungen machen, Kredite abschließen. Alles muss man online selbst machen und zahlt trotzdem Kontoführungsgebühren. Verstehe ich gar nicht. Wofür eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich mache die ganze Arbeit und soll noch bezahlen. Deswegen gehe ich da auch nicht mehr hin. Traue ich nicht mehr rein in die Filiale. Wenn ich noch eine finde, ich hätte Angst, dass ich da noch feucht durchwischen muss. Und sie mir das dann auch noch in Rechnung stellen. Wir von Extra 3 sind natürlich weiterhin für Sie da, Woche für Woche in unserer kleinen Filiale. Nächste Woche wieder am Donnerstag, im 1. direkt nach den Tagesthemen. Bis dann.